Mitradeln und mitreden, so lautet die Devise des mobilen Bürgertreffs Radwegecheck der Stadt Landshut. Am Samstag hat die erste von insgesamt 9 Radtouren stattgefunden. Mit dabei der zweite Bürgermeister Dr. Thomas Keisner, der die Initiative als sehr sinnvoll erachtet. Wir fordern die Bürger auf, wir laden sie herzlich ein, mit uns die Radfahrinfrastruktur in Landshut zu testen und dann auch darüber zu diskutieren mit uns. Die erste Tour führte die Gruppe vom Rathaus aus in Richtung Landshut West nach Altdorf. Über einen alternativen Radweg ging es dann wieder zum Rathaus zurück. Unterwegs gab es bei einigen Zwischenstopps die Gelegenheit, über den Radverkehr in und um Landshut zu diskutieren. Die Teilnehmer freuten sich, Landshut und seine Umgebung besser kennenzulernen. Also ich erwarte mir erstmal, weil das Wetter so schön ist, neue Radwege oder wie man durch die Stadt am besten kommt. Und da ich Neubürger bin, ist es für mich besonders interessant, mal in verschiedene Ecken zu kommen. Für die leidenschaftliche Radfahrerin Gundel Rechenberg ist Landshut eine fahrradfreundliche Stadt. Ich finde, Landshut ist ideal zum Fahrradfahren. Also mir macht Spaß. Spaß hatten auch die anderen Radfahrer beim ersten einstündigen Radwegecheck. Die nächste Tour findet am 21. April ab 17 Uhr statt. Dann radelt der mobile Bürgertreff mit Oberbürgermeister Alexander Putz über Landshut West in die Münchner Au. Auch dann erhoffen sich die Beteiligten einen großen Andrang und gute Gespräche. Für Dr. Thomas Keisner steht jedenfalls fest, dass die Stadt Landshut auch in Zukunft an die Radinfrastruktur denken muss und sich nicht auf dem kürzlich erhaltenen Zertifikat fahrradfreundliche Stadt ausruhen darf. Wir werden uns dann wieder neu zertifizieren lassen müssen. Da wird man uns wieder sagen, was habt ihr in der Zwischenzeit gemacht? Also man muss schon weitergehen. Man muss die ganze Sache mit den E-Bikes beplanen etc. Also da steht immer noch sehr viel an. Wer sich für den Radwegecheck interessiert, kann sich unter www.landshut.de informieren. Anmeldungen nimmt Mareike Hartung vom Mobilitätsmanagement der Stadt entgegen. Mitradeln und mitreden kann jeder, der Lust hat und in Landshut etwas bewegen möchte.